Frau Lowskas Mutter ist an Krebs gestorben. Unterstützung und medizinische Hilfe während der Krankheit ihrer Mutter bekam die Polin durch Monika Kapinska. Die Krankenschwester arbeitet in der Sozial- und Verleihstation der Johanniter in der niederschlesischen Stadt Waldenburg, zu polnisch Wałbrzych. Sie ist eine von mehr als 10 Stationen in Polen, die von der Schlesischen Genossenschaft des Johanniterordens unterstützt werden. Die medizinische Versorgung in Polen ist schwierig. Rehabilitationsgeräte sind für arme Menschen kaum bezahlbar. Eine staatliche Ausleihstation gibt es in Waldenburg und Umgebung nicht. Deshalb bietet die Sozialstation der Johanniter nicht nur medizinische Unterstützung an, sondern stellt auch Hilfsmittel wie Rollatoren, Krücken, Krankenbetten oder Windeln für bedürftige Menschen zur Verfügung. So lieh Schwester Monika der krebskranken Mutter von Frau Lowska einen Rollstuhl aus, als diese nicht mehr laufen konnte. Meine Mutter musste nicht mehr den ganzen Tag zu Hause verbringen, als wir den Rollstuhl ausgeliehen hatten. Wir haben ihn zusammengeklappt und im Auto untergebracht. So konnten wir irgendwo in den Wald oder an den See fahren, damit sie die frische Luft genießen konnte. Hätten wir keinen Rollstuhl ausleihen können, wäre meine Mutter an unsere 4 Wände gebunden gewesen. Schließlich hätte sie auch ihre letzten Tage in der Wohnung verbringen müssen. Frau Lowska ist nicht die Einzige, die regelmäßig die Sozialstation aufsucht. Schwester Monikas Arbeitstag beginnt um 8 Uhr. Meistens warten dann schon mehrere Patienten vor der Tür, denn das kostenlose Angebot der Johanniter wird sehr geschätzt. Im Laufe des Tages können es unterschiedlich viele Patienten sein. Zum Beispiel waren heute früh innerhalb von 2 Stunden 13 Patienten hier, die ich behandelt habe. Es sind auch viele Leute gekommen, die Geräte zurückgegeben haben. Zu Schwester Monikas häufigsten Aufgaben gehört es unter anderem, Geräte auszuleihen und zurückzunehmen, Spritzen zu geben oder Blutzucker zu messen. Ihre Patienten sind unterschiedlichsten Alters. Vom 3-Jährigen, der sich den Arm gebrochen hat, bis hin zur alten Dame, die regelmäßige Unterstützung braucht. Ich helfe, wie und wo ich kann. Es ist bekannt, dass ich allein hier arbeite und sehr viele Patienten zu mir kommen. Manchmal kann ich nicht jedem helfen, weil die Zeit nicht ausreicht. Einige Hilfsbedürftige wissen einfach nicht, an wen sie sich bei Problemen wenden sollen. Sie haben zum Beispiel einen kranken Angehörigen zu Hause und wissen nicht, wo es Windeln für alte Menschen gibt, in welcher Arztpraxis sie sich registrieren oder zu welchem Arzt sie überhaupt gehen müssen. Sie suchen also Hilfe, wie man mit Krankheiten und dem Unglück in dieser Welt zurechtkommen kann. Ich bin sehr dankbar für diese Hilfe hier. Mir wurden immer gute Ratschläge gegeben. Die Schwester versuchte zu helfen, so gut wie es ihr möglich war. Ich komme jeden Monat hierher, manchmal sogar öfter. Die Station hat 3-mal pro Woche für 2 Stunden geöffnet. Den Rest der Arbeitszeit verbringt Schwester Monika bei den Patienten zu Hause. In der Regel besucht sie täglich 10 bis 15 Kranke in Waldenburg und Umgebung. Da kommen schnell bis zu 50 Kilometer pro Arbeitstag zusammen. Der Dienstwagen und das Benzin werden von der Schlesischen Genossenschaft des Johanniterordens bezahlt. So auch Schwester Monikas Gehalt. Alles, was wir in der Verleihstation lagern, haben wir dank der Johanniter. Dazu gehören Betten, Gehhilfen, Krücken und Rollstühle. Aber wir haben zu wenig von diesen Geräten und sie sind inzwischen sehr abgenutzt. Die Johanniter sammeln daher weiterhin Spenden. Die evangelischen Gemeinden in Polen sind generell sehr klein. Sie können von sich aus solche Sozialstationen nicht unterhalten. Viele zählen nicht einmal 100 Mitglieder. Die Hilfe der Station aber erreicht weitaus mehr Menschen. Die Sozialstationen helfen nicht nur evangelischen Christen, wobei die meisten davon auch schon sehr alt sind, sondern sie helfen jedem, unabhängig vom Glauben und von der Farbe oder wie auch immer. Die meisten Sozialstationen werden auch von den Gemeinden mitfinanziert, weil sie sich inzwischen eben so etabliert haben, dass
die Gemeindeverwaltung einen Sinn in dieser Tätigkeit sehen. Das ist die Hauptaufgabe eigentlich aus unserer Sicht, zwar den Menschen zu helfen, aber auch den Gemeinden zu helfen. Die Sozialleistungen in Polen decken nur den nötigsten Bedarf ab. Daher sind die Stationen besonders für arme Menschen von sehr großer Bedeutung. Tragen auch sie ihren Teil zur ökumenischen Hilfe der Johanniter bei.